Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Da bin ich schon wieder mit dem S-Good Star. Worum soll es heute gehen? Wir schauen uns das Display vom S-Good Star mal an, gehen auf die verschiedenen Funktionen ein und natürlich auf das Highlight. Wir können nämlich die Motorstufen selbst verwalten und einstellen nach unseren Bedürfnissen. Wir können die Anzahl der Motorstufen ändern und natürlich auch die Motorleistung der jeweiligen Stufe zuweisen. Dann würde ich sagen, legen wir los und ich wünsche euch viel Spaß. So, dann schauen wir uns die Einstellung des Displays einmal an. Wir drücken den Power-Knopf. Das Display richtet sich kurz ein. So, das ist der Ist-Zustand. Zur Bedienung der Grundfunktion kurz noch erwähnt. Plus schaltet ihr die Motorstufen hoch, Minus schaltet ihr sie wieder runter. Das sollte selbsterklärend sein. An der Seite haben wir zwei Tasten. Die erste Taste ist für die Lichtanlage. Einmal kurz drücken, einschalten. Abermals drücken, Licht geht wieder aus. Und dann haben wir hier oben noch eine Funktionstaste, die können wir jetzt schon mal bedienen. Wir sehen, momentan ist der Trip-Kilometer markiert, also der Tageskilometer. Jetzt drücken wir mal die zweite Taste an der Seite. Jetzt haben wir Gesamtkilometer, jetzt haben wir die maximale Geschwindigkeit und jetzt die durchschnittliche Geschwindigkeit. Diese Taste werden wir gleich im Untermenü, im Expertmenü benötigen. Wir können also hier wirklich einige Personalisierungen vornehmen, wie bei den ersten Modellen von S-Good, die das KD21C Display hatten. Hier sei aber auch gleich gesagt, wir finden in dem Menü zum Beispiel Einstellungen zum Magnetsensor. Das spielt hier bei dem Modell natürlich keine Rolle, da wir einen Drehmomentsensor besitzen. Und ja, diese Einstellungen gelten nur für E-Bikes mit Pedalsensorik. Also das können wir dann ignorieren. Aber der tollste Punkt, und das habe ich gerade getestet, ist mit Sicherheit die Personalisierung der Motorstufen. Das bedeutet, wir können erstmal die Anzahl der Motorstufen selber auswählen und dann auch die gewünschte Motorkraft, die in der jeweiligen Stufe zugewiesen werden kann. Und das schauen wir uns gleich mal an. Wir gehen jetzt erstmal ins Menü. Dazu drückt ihr bitte 2 Sekunden die Plus- und Minus-Taste gleichzeitig. Jetzt befinden wir uns im Menü. Punkt 1 können wir auswählen, ob wir Kilometer oder Meilen angezeigt bekommen wollen. Einfach mit der oberen Taste an der Seite nach unten drücken. Jetzt sehen wir die Kilometeranzeige. Jetzt können wir mit der Plus- oder Minus-Taste auswählen, ob wir auf Meilen wechseln wollen. Wollen wir natürlich nicht. Wir bleiben auf Kilometer. Um aus so einem Unterpunkt im Menü zurückzukommen, einfach wieder die Taste an der Seite drücken. Und wir befinden uns jetzt wieder beim Menüpunkt 1. Jetzt gucken wir uns den Menüpunkt 2 an mit der Plus-Taste. Das sind die Voltangaben, die stehen auf 36 Volt. Das lasst bitte auch so. Wir gehen weiter, Punkt 3. Hier kommen wir schon zu den interessantesten Einstellungen. Und zwar können wir jetzt hier die Anzahl der Motorstufen wählen. Wir sehen, momentan haben wir 0 bis 5 ausgewählt. 0 ist immer ganz wichtig, wenn ihr auch mal ohne Motorstufe fahren wollt. Wir wollen jetzt aber ins Untermenü, das bedeutet, wir drücken wieder an der Seite die Taste und sehen jetzt 0 bis 5 blinkt. Wenn wir jetzt Plus drücken, haben wir die Stufen 1 bis 5, das bedeutet, ihr habt keine Stufe 0. Wenn wir nochmal die Plus-Taste drücken, haben wir jetzt die Möglichkeit 0 bis 7 Motorstufen auszuwählen, dann 1 bis 7, 0 bis 9 und 1 bis 9. Wer vielleicht das KD21 Display besitzt mit einem der ersten Modelle von S-Good, der kennt diese Einstellung. Ich wähle mir hier wieder meine 0 bis 5 aus. Und jetzt wechseln wir noch in die Motorstufeneinstellung. Dazu drücken wir wieder die Taste an der Seite und sehen jetzt Motorstufe 1. Dort sind 40% der 250 Watt zugewiesen. Wir drücken nochmal die Taste an der Seite. Das ist die Stufe 2. Dort finden wir 61%. Stufe 3 73%, Motorstufe 4 85%, Motorstufe 5 100%. Wir wollen jetzt natürlich zurück auf Motorstufe 1, dazu nochmal die obere Taste betätigen. Das ist immer ein Schritt zurück. Jetzt sind wir wieder in dem Hauptmenüpunkt 3. Wir drücken also nochmal die obere Taste, sind wieder bei den 0 bis 5 Stufen. Wiederholt die Taste drücken und wir sind bei Motorstufe 1. Dort möchte ich jetzt mit den Plus-Minus-Tasten den Wert einstellen, den ich mir in Stufe 1 vorstellen kann, und zwar Motorstufe 1 25% der Motorleistung. Wenn ich in Stufe 2 wechseln möchte, wieder die seitliche Taste betätigen. Wir sehen Stufe 2, 61% ist mir zu hoch. Ich wähle mir hier
40% aus. Wieder die Funktionstaste betätigen. Stufe 3, 73 ist mir auch viel zu hoch. Wählen wir 50% aus. Stufe 4 ist mir auch zu hoch, da wähle ich mal 70% aus. Und Stufe 5 bleibt bei 100%. Und das habe ich, wie gesagt, getestet. Das funktioniert tatsächlich. Also mit diesen Einstellungen könnt ihr individuell die Motorstärken einstellen pro Stufe und natürlich auch die Anzahl der Stufen wählen. Um den Menüpunkt 3 zu verlassen, drückt ihr wieder die Funktionstaste, so nenne ich die jetzt mal hier an der Seite. Um in Punkt 4 zu gelangen, drückt ihr einfach jetzt die Plus-Taste. Da sehen wir die Reifengröße. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir sind 22 Zoll angezeigt. Ich werde das mal ändern auf 20 Zoll, weil wir haben 20 Zoll Reifen. Also wieder Funktionstaste drücken und mit der Minustaste auf 20 Zoll wechseln. Um aus diesem Untermenü rauszukommen, Funktionstaste drücken. Wir sind oben im Punkt 4 und können uns den Punkt 5 angucken. Punkt 5 zeigt uns, wenn ich mich nicht irre, die Anzahl der Magneten. Das spielt ja aber auch keine Rolle meiner Meinung nach, weil wir einen Drehmomentsensor haben und keinen Pedalsensor. Also diesen Punkt lasse ich erstmal aus, den können wir, glaube ich, ignorieren. Wenn da jemand andere Informationen hat, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Wir gehen zu Punkt 6. Hier könnten wir theoretisch die Maximalgeschwindigkeit einstellen. Also momentan habe ich das mal auf 41 km/h hochgeschraubt. Habe ich gerade getestet. Die 25 km/h sind wirklich gedrosselt, so wie es in Deutschland eben gesetzlich vorgeschrieben ist. Bei den Vorgängermodellen konnte man ein weißes Kabel am Controller ziehen oder stecken, um die Begrenzung aufzuheben. Ist natürlich nicht erlaubt in Deutschland. Wenn ihr das Bike entdrosselt, dann müsst ihr das auch versichern. Das ist dann versicherungspflichtig. Eine Helmpflicht besteht dann also auch. Auf privatem Gelände darf man natürlich schneller fahren, aber für die deutschen Straßen 25 km/h maximal zulässig. Deswegen ändere ich das auch ab auf 25 km/h. So. Gehe dann mit der Funktionstaste wieder raus aus dem Punkt 6. Und wir schauen uns Punkt 7 an. Punkt 7 zeigt uns die Strombegrenzungsanzeige. Das ist die Amperestundenanzeige, wenn ich mich nicht irre. Die ist also auf den verbauten Controller ausgelegt. Dort bitte keine Änderungen vornehmen. Gehen wir zu Punkt 8. Hier können wir auswählen, ob der Motor vorwärts oder rückwärts dreht. Also es ist klar, das lassen wir natürlich auch vorwärts. Gucken wir uns an, ob wir da noch Unterpunkte haben. Wir gehen auf die Funktionstaste. Können jetzt hier B für Back einstellen. Wir lassen es natürlich bei Forward. Drücken wir nochmal die Funktionstaste. Haben wir den Punkt Scan. Das ist auch für Pedalsensorik gedacht. Das können wir auch ignorieren. Genauso wie die Passeinstellungen 12. Das hat auch was mit dem Magneten zu tun beim Pedalsensor. Also das sind zwei Unterpunkte gewesen im Menü 8. Wir gehen mit der Funktionstaste wieder raus. Gucken uns den Punkt 9 an. Das sind Einstellungen für einen Gasgriff. Der kann hier nicht verbaut werden. Deswegen können wir das auch ignorieren. Wir sehen hier den Punkt 10. Das könnte eine Möglichkeit sein, um ein Passwort zu vergeben. Ich habe jetzt mal auf Yes gedrückt. Gehe jetzt mal raus mit der Funktionstaste. Genau, jetzt können wir hier ein Passwort vergeben. 1212 ist momentan eingestellt. Ja, also 1212 ist wohl das Passwort, was hinterlegt ist in dem Display. Mit der Funktionstaste können wir uns hier durchklicken, könnten das Passwort ändern. Zumindest die Zahlen. Ich gehe hier wieder mit der Funktionstaste drauf und sage wieder No, kein Passwort. Mit der Funktionstaste wieder zurück und wir gucken uns Punkt 11 an. Punkt 11 ist ein Sleep Timer. Das bedeutet, momentan würde nach 10 Minuten Inaktivität das Display automatisch ausgehen. Ich lasse das mal auf 10 Minuten. So, das ist auch der letzte Punkt im Menü. Um komplett rauszukommen aus der Menüeinstellung, einfach die Funktionstaste etwas länger gedrückt halten und zack, sind wir aus dem Menü heraus. Das waren die wichtigsten Einstellungen zum Display des S-Cute Star. Bei Fragen, Anregungen bitte in die Kommentare schreiben. Also für mich der wichtigste Punkt und interessanteste Punkt sind die Motoreinstellungen, die wir hier individuell vornehmen können. Das habe ich auch auf meine Bedürfnisse angepasst und das kann ich jedem nur empfehlen, weil dadurch, dass wir diese Einstellmöglichkeiten haben am S-Cute Star, hat das natürlich einen absoluten Mehrwert. Ja, also das brauche ich, glaube ich, nicht erwähnen, das sollte jedem klar sein. Wir können hier individuell unsere Motorstufen anpassen auf unsere Bedürfnisse und das ist total klasse.
Das soll es von mir auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Freue ich mich immer drüber. Ihr wisst das. Und ja, bei Fragen, Anregungen, wenn ich vielleicht irgendwas missinterpretiert habe, bitte in die Kommentare schreiben. Ich antworte zeitnah. Und ja, mir bleibt jetzt nichts mehr, als euch einen schönen Sonntag zu wünschen. Bleibt alle gesund. Vielen Dank für eure Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Casey. Ach so, genießt die Welt, habe ich vergessen. Bis dann. Ciao.